Aber sie können beruhigt sein. Bis der Trip vorbei ist, bekommen sie das Mädchen, töten die Gangster und retten den gesamten Planeten. Also los! Oh, meine Karte ist jetzt plötzlich so klein. Ja, das ist normal. Keine Ahnung. Ich bin selber. Ah, das hast du gut gemacht. Hab ich das ja auch gesehen? Ja. Der Krakenmann? Oh nein, es kommt der Krakenmann. Ich habe Angst vor dem Krakenmann. Was zur Hölle ist ein Krakenmann? Ich glaube, das letzte Mal hat es irgendwie besser funktioniert. Du bist tot. Ja, das hat keinen Schaden gemacht gerade. Ich sag dir doch, die haben das letzte Mal, war das ein Tod geglitscht irgendwie. Ja, schade. Schade, schade. So einfach konnte es nicht sein. Release the man, Kraken. Release the man. Naja, lauf einfach, lauf und schieß aus der Ferne auf sie. Gut, dass ich nochmal Munition gekauft habe. Warte, es wäre auch ansonsten noch Munition. Ah, guck mal, das läuft schon ganz gut. Dr. Carlyle ist so ein Idiot. Oh, man. Aber es ist nett von ihm, dass er uns Tipps gibt. Also du musst immer schön die Herzen werfen und dann am besten in eine andere Richtung rennen. Aber das hast du dir bestimmt auch schon ganz alleine gedacht. Schieß! Lauf! Schieß! Lauf! Gut, dass wir so viele von den Dingern eingesammelt haben. Feuer! Oh Mann, das zieht denen ja echt so gar nichts ab. Hier, Junge. Also solche fetten Riesentiere gab es aber in Far Cry 3 nicht. Da war das größte, glaube ich, ein Bär. Ein Bär oder ein Tiger. Da gab es komischerweise keine Drachen. Doch, da gab es Drachen, da gab es Komodo-Varan. Ah, du musst den unten auf die auf den Bauch schießen. Dann sind sie sofort tot. Der hilft dir doch. Musst du nur nicht schießen. Oh. Nee, nee, sieht ganz gut aus. So, jetzt ist es schon mal nur noch einer, ist nur noch halb so schwierig. Schieß doch! Also immer wenn er sich so aufstellt, dann kann man ihn am Bauch treffen, dann ist er so gut wie tot. Na guck mal, also du musst die orangen Stellen abschießen, aber das hätten wir uns eigentlich auch allein denken können, dass alles was orange ist, dass das schlechter gepanzert ist. Ja! Hui! Wunderbar! Ja, bei denen ist es relativ egal, wo man hinschießt. Hauptsache man tötet. So. Warum schmeißt denn der vor sich auf die Erde einen Molotow-Cocktail? Das weiß er selber nicht. Nee, da geht's nicht lang. Oh oh. Vorsicht, Hup! Die nerven zwar nur ein bisschen, aber lenken einen auch ab. Hey, eigentlich brauchst du wirklich nur eine Waffe, oder? Das Ding ist so gut. Dann schauen wir jetzt hier hin. Wenn ich gerade kann. Na, ja, davon. Haha, kommt nicht klar. Ha. Das war's. Schön. Haben wir jetzt Level 15 erreicht mittlerweile? Das sah ein bisschen so aus. Kannst ja. Ja, Level 15. Das heißt, wir können jetzt Takedowns bei schweren Gegnern machen. Geil. Oh. Revolver Takedown. Die Pistole eines Gegners klauen und gewaltverherrlichende Dinge. Also.
Aber dann wäre es ja in Deutschland indiziert. Das ging ja gar nicht. Oh, guck mal, wir haben es geschafft. Wir haben das erobert. Ich rede nicht mit Psychos, ich töte sie. Okay, das ist das Motto des Tages. Auf jeden Fall. Das also würde ich an deiner Stelle aber nicht sagen, bei deinem Nickname. Ja, das stimmt. So, dann guck mal auf die Karte, wo wir auf die Karte, ja, du kannst auch da auf die Karte gehen. Das sieht ja schon gut aus hier. Ja, da unten. Ja. Da, dann nehmen wir auf jeden Fall, geh mal so der Garnison. Gott. Garnison. Ist schon spät. Eigentlich nicht. 16.30 Uhr. Ist aber genug geredet heute. Ja. So. 3 Stunden Let's Play, genau. Dann kannst du dir das ja markieren. Danach können wir noch den anderen einnehmen. Ja, du hast ja was Sachen vor hier. Unglaublich. Kannst du mal kurz Escape drücken und da gab es doch irgendwie Statistik-Screen, Datenkonsole? Ja. Ich wollte nur mal gucken, 5 von 7 Missionen haben wir schon gemacht. Also ja, ihr seht schon, das ist gar nicht mal so lang, das Ding. Aber ich denke mal, wir werden es trotzdem jetzt nicht in einer Session durchspielen, weil wir sitzen ja jetzt hier auch schon ein paar Stunden. Genau, und das Beste kommt eh zum Schluss und deshalb... Das heben wir uns dann für eine Woche oder so auf. Ja, lass die Viecher besiegen. Das können die schon alleine machen. Gab's da kein Auto oder so? Das sind 400 Meter. Das ist ganz schön weit. Oh, ein Drache ist hier auch in der Nähe gewesen. Ah, da ist ein Auto. Guck mal links. Jetzt haben wir schon 100 geschafft. Ja, dann kannst du die restlichen 300 auch fahren. Das finde ich anstrengend, dass man immer halten muss, um was zu machen. Ja. Ja, das ist, also da wäre es tatsächlich einfacher, das Ganze mit dem Gamepad zu spielen, aber wir sind ja PC-Spieler, wir machen sowas nicht. Natürlich totaler Quatsch, wir haben ja auch Dishonored auf dem PC gespielt mit Gamepad. Was? Klatsch! Nee, fährt noch. Schön. Boah, stylisch. Aha. Das ist auch noch hier Deko aus Far Cry 3. This place is built with death. Welche Art von Tod ist hier? Die tödliche Art. Na gut. Du bist im Griff die Open-World-Umgebung. Du kannst nicht zurück zur Insel, bis du Sloan in den Arsch getreten hast. Oh, das ist jetzt schon das Finale. Also das geht schon Richtung Finale. Jetzt können wir nicht mehr wieder zurück ins Open World. Na, das ist also Mission 6 von 7. Was sagst du? Machen wir es nicht. Wir können es uns noch aufheben. Dann gehen wir jetzt noch zur Garnison, machen die noch und dann gucken wir mal, was da abgeht. Dann splattern wir nochmal schnell. Ja, das ist ja jetzt... Also, wir müssen ja jetzt nicht direkt schon zum Finale. Wir haben noch gar nichts gesehen. Also wirklich... Das wollt ihr auch noch was, aber... Ja. Sind auch wieder 300 Meter. Ich weiß nicht, wie ich das Auto gelassen habe, aber jetzt. Das hast du direkt gleich nebenan stehen. Ja. Aber ist egal. Jetzt lauf halt. Guck mal, was ist denn da rechts? Ein Gepard, oder? Ein Cyber-Gepard, Entschuldigung. Ja. Das sind irgendwie Wildschweine oder sowas. Wilde Wildschweine. Nee, Ziegen. Ziegen, ja. Psycho-Ziegen. Brauche ich einen Drachen auf dem Bildschirm? Oh, da fällt mir ein Zitat ein, ich glaube Rambo 3. Das fällt mir jetzt tatsächlich ein, das lese ich gerade mal nicht ab. Du musst das Schaf in den Kreis werfen. Warum muss ich das Schaf in den Kreis werfen? Weil da ein Kreis ist. Aha. Das ist ungefähr von dem Niveau wie das Licht leuchtet blau, was tut es, es leuchtet blau. Nein, es ist ein blaues Licht, was tut es, es leuchtet blau. Den Drachen mal müssen? Kannst du es ja versuchen. Nein, das war nicht so gut. Es läuft ja mehr so in deine Richtung. Okay, komm, jetzt kümmere dich mal. Drachi, hallo, hörst du? Kümmere dich mal um die Typen da, die schießen auf dich. Na. Ich muss wahrscheinlich erst den Generator irgendwie kaputt machen. Ja, sonst kommt er nicht rein. Ja, dann renn doch mal durch und mach den Generator kaputt. Du da rechts. Das heißt eine Verstärkung. Naja, das heißt nur, dass wenn dieser Timer abgelaufen ist, dann kommt die Verstärkung, wenn der Alarm ausgelöst wird.
Das wiederholt sich dann alle 2 Minuten oder so, bis du den Alarm ausmachst. Zumindest war es bei Factor so. Blood Dragon ist natürlich ein komplett anderes Spiel. Wir haben ja nicht nur einfach die Texturen ausgetauscht, nein. Guck mal, hier kannst du irgendwas drücken. Drück mal. Bam. Schutzschild ab. So, und jetzt... Oh! Britzel. Schönes Ding. Triffst du von da oben was? Ich glaube nicht, oder? Also, müssten die ja schon direkt vor die Flinte laufen. Ich warte einfach, bis die gerade... Ja, nee. Wollt ich den Drachen dann tot machen, oder? Ja, nee, lass die erstmal kämpfen. Also, du musst ihn ja am Ende tot machen. Killen, wie man auch so schön sagt. Im Fachjargon. Ja, genau. Im Blood Dragon Fachjargon. Geh mal noch ein bisschen in Deckung, wenn ich mich wieder alle. Mhm, oh, ich hab grad aus Versehen einen Takedown gemacht. Hupsi, sozusagen. Jetzt müssen wir die Drachen irgendwie entledigen. Du hast ja schon Erfahrung damit. Immer schön auf die leuchtenden Stellen schießen. Von oben geht das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, guck mal, von oben kannst du ihn auch super besiegen. Das ist fast fertig gemacht. Hätten wir das mal früher mitbekommen. Ja, du triffst ihn, glaube ich, gerade eher so gar nicht. Tot! Da ist meine. Yeah! Ja, noch einen guten Abschluss geschafft. Genau, haben wir noch eine Garnison erobert und entlassen euch ins Wochenende. Ja, in was auch immer ihr jetzt tut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Jo, mach's gut. Tschüss.